In diesem Magazin, meine Damen und Herren, werden Gedenktage höchst selten gefeiert. Herzlich willkommen. Aspekte, das Kulturmagazin des ZDF wird 50. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Unser heutiger Gast im Studio, Günter Grass, Peter Zadek und Peter Stein, Regisseur. Alte Leute wie wir sehen einfach scheußlich aus. Wenn endlich ein Despot erschlagen ist und tot, dann muss man auch sofort am selben Ort mit Nadel und mit Faden sein Arschloch fest verschüren. Glauben Sie, dass Sie eine, nun ja, literarische Fraktion in diesem Land hinter sich haben? Ich habe es nicht so empfunden, als ob die Schriftsteller hinter mir stünden, sondern relativ viele, nicht die schlechtesten. Würden Sie gerne Kulturmoderator sein? Sehr gerne, ja. Weil ich würde Sie dann ganz gerne was fragen. Ist Kultur notwendig? Ich entdecke diese Humorlosigkeit in fast allem, was hier so öffentlich passiert. Übrigens liest man nicht nur Hochsprache im Duden, es steht auch ein Wort wie Bumsen darin, also ein Wort, das ja in den letzten Jahren tatsächlich in unsere Umgangssprache hörbar eingegangen ist. Der Rock ist tot, es lebe der Rock. Eine neue Welle dieser Musik hat zuerst in den USA und jetzt in England wieder Aufregung gebracht. Der Punkrock. Noch nie was von Punk gehört? Nö. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Gibt es irgendein Geheimnis bei Ihnen für diese völlig ungewöhnliche Produktivität? Nein, nein, mein Genie ist Fleiß. Aspekte! Das ist der Aufschrei des weißen Mannes, der uns sagt, es ist vielleicht einfacher, im Fernsehgarten Baumwolle zu pflücken, als einen Film von Wim Wenders zu Ende zu sehen. Ich denke nicht so viel an Special Effects. Für mich sind das meistens eigentlich eher Spezialdefekte. Ne? Schauen Sie Aspekte. Sehen Sie Aspekte. Dass alle Hühner dumm seien, diese Behauptung ist grundfalsch, wie wir nicht nur jene Damen glaubhaft versichern, die ich jetzt als meine Gäste begrüßen darf. I say hello to everybody and ZDF and Aspect. What is Aspect? Russian Roulette. Ich möchte mich nur eben noch meine Eltern grüßen, die freuen sich, dass ich endlich mal in einer kulturell wertvollen Sendung sein durfte. Dass wir heute etwas beknackt aussehen, liegt daran, dass wir Teil eines Kunstwerks sind. Für mich hat es sich gelohnt. Ich bin zufrieden. Hier im Studio. Facebook aus, Sternschnuppen an. Wie du schwebst, wie du wehst, wie du trägst, wie du dich vergisst, wie du streunst, dich verläufst, Tag und Nacht vermischt, wie du in mein Meer stichst, alles für mich.